Bonjour, herzlich willkommen auf Body Keys. Das ist die Anne. Und sie. Oh, das geht away. Oh, wow. Die macht jetzt wow. Rückwärtsgang. Auf der Schnellstraße. Oh Gott, und da kommt leider ein Riesencrash. ja, möchte die Dame des Hauses auch was sagen? Ja, sie möchte. Sie muss immer fahren, obwohl sie ja eigentlich vloggen sollte. Ich habe mir ein super leckeres Frühstück gemacht. Mmh. Jetzt ist irgendwie alle die Gülle um. Sie ja. Starben bei dem Smoothie. Nein, das ist ein sehr leckeres Frühstück. Da ist sogar Salat drin. Mmh. Nee, und dann noch Kiwi, Orange und Blaubeeren. Komisch sieht man die gar nicht. Lecker, lecker. Hi, Mom. Oh. Ja, ich krieg's sonst nicht zurück, sonst musst du sterben, weil ich irgendwas zur Seite ziehe. Okay, hier, hier, hier. Okay. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Karlsruhe. Ja, wie schon oft. Aber nicht nur fürs Shoppen, sondern weil wir auch einen sehr guten Freund treffen, den Ahmed. Hallo. Er guckt wahrscheinlich nicht, aber egal. Ja, und reden ein bisschen über die Zukunft des Bodykiss-Kanal und der Bodykiss-Angelegenheit allgemein. Und das Ganze bei einem leckeren Sushi-Snack, ja. Wo sich die Damen neben mir schon sehr drauf freut. Genau. All you can eat Sushi. Yay. Also wer mal in Karlsruhe oder in Freiburg ist, Oishi... Sushi and Grill heißt es. Genau, Oishi Sushi and Grill. Und schmeckt richtig gut. Mittags zahlt man, glaube ich, 15 Euro oder so. Und ihr könnt... Alles essen. Essen, was geht. Also genau das Richtige für... Besonders für diejenigen, die kein Fleisch essen, ist mittags viel besser. Weil abends gibt es eigentlich nur extra noch irgendwie so Steak und sowas. Und das, die, die kein Fleisch essen, das wäre ja total unnütz, da noch abends 25 Euro zu zahlen statt 15. So, dann würde ich sagen, wir melden uns in dem schönen Karlsruhe wieder. Nein, es heißt Karlsruhe. Karlsruhe. Also, wer aus Karlsruhe kommt, bitte mal die genauen Aussprache unten in die Kommentare schreiben. Irgendwie geht es schon. Gell? Karlsruhe! Die von Mazda. Der Mazda-Teil hat 3000 Euro in Zahlungnahmebonus. So, was ist heute geplant? Wo gehen wir alles hin? Ich wollte zu diesem Shoppingcenter in Karlsruhe, wie heißt es denn? Da gibt es Zara drin, Mango, H&M. Das ist auf jeden Fall geplant. Das heißt einfach das Shoppingcenter. Und ja. Dann? Ich muss mich hier aufs Fahren konzentrieren, ja? Nicht hier. Und ich mich aufs Ablenken von dem her. Ich muss mich bei dem netten Audi-Fahrer hinter mir bedanken, dass er mich reingelassen hat. Der meint es bestimmt, oh, Polizei. Genau. Habe ich was zwischen den Zähnen? Okay. Schreibt es mal in die Kommentare. Den ganzen Tag mit so einem riesengrünen Ding da. Du meinst wegen deinem Spinat-Smoothie? Das war nicht Spinat, das war Salat. Hat er nicht das Wort Smoothie erfunden? Der war auch nicht mal ganz dicht, oder? Kommt von Sudo. Ja. Ich sehe aus wie die Hexe von Hänsel und Gretel. Ja, es regnet irgendwie in Karlsruhe. So schlechtes Wetter. Und dann habe ich gedacht, schlau wie ich bin, ich werde jetzt auch meinen Schal als Decke, Kopfbedeckung nehmen. Daniel hat ja immerhin eine Kapuze. Ich habe mich gedacht. Wir laufen jetzt gerade Richtung Shoppingcenter und hoffen, dass es richtig ist. Und dass uns kein Fahrradfahrer überfährt. Da vorne gab es Langos, weißt du noch? Ah ja, da vorne. Da vorne ist normalerweise der Weihnachtsmarkt. Jetzt natürlich nicht mehr. Ja, und Daniel will auf jeden Fall zum H&M. Ich will nochmal zu Sarah und dann gucken wir einfach mal, was ich finde. Vielleicht zeige ich euch das dann am Ende. Da ist er, der ominöse Mann. Lassen Sie mich in Ruhe. Da ist es, das Shopping Center Ettlinger Tor heißt es. Jetzt weiß ich's. Und jetzt gehen wir mal rein. Ich habe eine Phobie vor den Drehtoren hier. wenn da so der Schal drin stecken bleibt. Nein. So, wo geht's denn als erstes hin? Shoppingbegleitung. Blume 2000. Ich brauche auch noch eine Blume. Also geht's als erstes H&M, oder? Da vorne ist es, glaube ich, H&M. Da gibt es nämlich die weltbesten Jogginghosen für Männer.
wieder zu Hause angekommen, zeige ich euch mal, was ich eingekauft habe. Ja, es ist jetzt nicht so prickelnd viel, sondern eigentlich nur dieses Sporttop. Ich habe irgendwie nicht so viel gefunden und dann hatten wir es auch irgendwie eilig, weil wir uns noch mit einem guten Freund getroffen haben zum Essen. Nur dieses Sporttop. Also ich finde so zum Sport machen im Winter diese Seamless, diese ohne Naht. Eigentlich hat er Naht, aber ja, die sind irgendwie so hauteng, sag ich mal. Und ich finde die echt schön und ich ziehe das jetzt auch gleich an zum Sport machen. Ich weiß, viele waschen die Kleidung vorher, aber ich bin so bei Sportklamotten eher so, dass ich sage, okay, ich ziehe es einmal an und dann wasche ich es. Hat 19 Euro gekostet. Ja, und jetzt wird erstmal Sport gemacht. Ihr kennt es vielleicht aus dem Yoga. Dann wieder auf die Knie. Und runter. Und wieder hoch. Und wieder hochdrücken. Und langsam runter. In den Trizepsliegestütz. Und wieder hoch. Zweimal Jump und weiter. Gesehen, wie so ungefähr ein Workout aussieht vom Sportprogramm. Ich bin am Ende. Oh, ich habe ein neues Top an. Ja, und das war jetzt ein Ausschnitt von dem fortgeschrittenen Programm der Mitte. Ich muss auch noch viel mehr noch leisten, aber ich finde, es macht mega Spaß, weil ich auch jedes Mal ein bisschen so neue Übungen, habt ihr heute gesehen, mir so ein bisschen einfallen lasse. Ich hoffe, wenn es dann oben ist, dass es euch gefällt. Also mir macht es mega Spaß. Daniel auch, gell? Ja. Obwohl er heute nur so ein bisschen mitgemacht hat, weil er gerade erst wieder gesund geworden ist. Ja. Ja. Und ja, jetzt mach ich noch ein bisschen Cooldown. Dehnen und dann ist vorbei. Jetzt gehen wir mal die Enten besuchen. Hallo ihr. Ojö, der Teich friert zu. Das ist natürlich nicht so prickelnd, ha? Ja, das ist ihr Lieblingsort. Jetzt hat der eine erstmal einen runtergelassen. Und eigentlich sind sie den ganzen Tag hier im Teich. Und gestern hat so viel geregnet, dass der Teich ein bisschen überfließt. Aber jetzt friert er irgendwie. Oh je, die Armen. Das ist übrigens Alfred und Gustav. Wir sind uns aber überhaupt nicht sicher, ob es ein Mädchen und Junge ist. Seid mal gespannt, was das für ein lustiges Video gibt. Das gibt's jetzt nach dem Workout. Und zwar Joghurt Magerstufe. Das wird hier aus Magermilch gewonnen. Und dazu esse ich gerne Obst. Einfach für die schnellen Kohlenhydrate. Wir kennen es ja. Sind das jetzt einfach nur sehr, sehr reife Kaki und Blaubeeren. Und das werde ich jetzt gleich zusammenmischeln. Vielleicht hole ich noch eine Banane. So, wie ihr wisst, ist das Workout ja jetzt vorbei. Ich habe ja dieses eine Bootcamp-Workout gemacht. Bootcamp sage ich schon fürs Programm. Bitte ignoriert diesen ganzen Hintergrund. Ich muss die Küche sauber machen. Und ja, ich mache mir jetzt so einen kleinen Snack nach dem Workout. Da esse ich irgendwie gerne einfach Früchte, sei es Banane oder was ich sonst so habe. Und heute habe ich sogar Joghurt da. Yay! Und mittags hatten wir jetzt in Karlsruhe All-You-Can-Eat-Sushi. Also nicht wundern, ich esse jetzt nicht nur Früchte, sondern ich habe euch da leider vergessen. Ja, auf jeden Fall gab es da Sushi. Das All-You-Can-Eat-Sushi in Karlsruhe heißt Oishi Sushi and Grill. Ist eigentlich das gleiche, was es in Freiburg auch gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das in Freiburg ist um einiges besser. Nur für all diejenigen, die in Freiburg mal vorbeischauen. Auf jeden Fall zu Oishi gehen. Das ist sehr lecker, finde ich, für Preis-Leistung. Gerade eben kommen wir vom Spaziergang. Nein, okay, es war nicht wirklich ein Spaziergang. Wir haben uns raus ein bisschen in die Sonne gesetzt. Und jetzt, ganz spontan, gehen wir jetzt mal baden. Und ich gucke jetzt mal. Ihr seht ja, ich habe ja da die kleinen Badekugeln. Und da gucken wir jetzt einfach mal, was wir für eine nehmen. Drüben habe ich auch noch ein paar. Und ich überlege gerade,
Kennt ihr das? Ich liebe ja die von Lush und Mädchen im Jahr. Alle bunten Glitzerfarben. Aber mein Freund findet, also Daniel findet natürlich Glitzer nicht ganz so prickelnd auf der Haut. Deswegen, ich glaube, ich nehme die. Und damit geht's jetzt erstmal ins Badewasser. So, jetzt bröckeln wir mal schön. Baden war sehr schön und ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil das Laute ist unsere Dunstabzugshaube. Und ich wollte euch jetzt nur kurz zeigen, ich habe nämlich ein ultra Lieblingsprodukt nach dem Baden mittlerweile. Nicht erschrecken, ich bin ungeschminkt. Das ist ein Produkt, was ich eigentlich von einem deutschen kleinen Start-up-Unternehmen zugeschickt bekommen habe. Und normalerweise bin ich ja mal skeptisch und zeige euch wahrscheinlich 99% der Produkte gar nicht. Aber die liebe Inhaberin von dieser Firma hat mich angeschrieben und ganz nett gefragt, ob ich die Produkte mal testen will, ganz unverbindlich. Und dann habe ich das auch gemacht und habe jetzt ein Lieblingsprodukt gefunden, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und das ist dieses Shea Mousse Apricot. Und die Firma heißt Chill Time. Ich verlinke sie euch unten, falls es euch interessiert, weil ich wirklich am Anfang gedacht habe, was soll das genau sein? Und ihr könnt ja bereits sehen, ich habe wahrscheinlich, seit ich das Produkt habe, jedes Mal nach dem Duschen dieses Produkt benutzt. Das ist so eine feuchtigkeitsspendendes Mousse, was man sowohl auf der nassen als auch auf der Trockenhaut anwenden kann. Und es ist wirklich ein bisschen wie so eine Butter, also wenn man hier so reindrückt, seht ihr ja. Und das Tolle ist, das hier ist jetzt Geruchsrichtung Aprikot. Und dann kann man das so in den Händen so ein bisschen verschmieren. Dann wird das richtig schön reichhaltig. Und ich schmiere meinen ganzen Körper mit ein. Weil, für all diejenigen von euch, die trockene Haut haben, ihr wisst, wie es ist. Man schmiert sich ein. Nach einer halben Stunde sehe ich trotzdem aus wie eine Schlange. Und das hier hält wirklich mir ganze 2 Tage. Und meine Haut ist trotzdem noch reichhaltig. Deswegen liebe ich das. Und ich werde das auch bestimmt nachkaufen, wenn das leer ist. Vielleicht auch früher, als ich will. Und wollte euch das nur mal zeigen, weil ich das Produkt echt toll finde und habe gedacht, falls irgendjemand genauso trockene Hautprobleme hat wie ich, könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr gerne möchtet. Und nein, Anne hat kein Geld dafür bekommen. Nein, Anne wird auch kein Geld für bekommen. Nein, Anne kriegt auch kein Geld für irgendwelche verkaufte Produkte. Sondern das ist wirklich nur, weil ich es toll finde, wenn kleine so Unternehmen, die wirklich tierversuchsfrei, das war meine einzige große Frage, als ich angeschrieben wurde und gefragt wurde, ich, wie ihr wisst, also benutze auch keine Tierversuchprodukte und das ist wirklich ein in Deutschland hergestelltes Produkt mit Hand und solche Sachen finde ich toll, weil ich weiß, mit Konkurrenz zu den Großunternehmen, die ich auch manchmal toll finde, wie Lush, ist es echt nicht ganz einfach. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch das mal im Follow Me Around. Vielleicht findet ihr der ein oder andere auch ganz schön, die machen auch ganz süße Badekugeln, habe ich auch welche bekommen. Aber das ist so jetzt mein Lieblingsprodukt. Habe ich ganz fertige Hände und muss die Kamera ausmachen. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir waren jetzt noch kurz. Lüge. Ja, ich lege mich jetzt noch vor den Fernseher und gucke noch Fernsehen, wenn ihr mitkommen wollt. Nein, wir waren jetzt noch kurz bei Daniels Onkel am Geburtstag und jetzt sind wir zu Hause. Ich schminke mich jetzt noch ab, dann lege ich mich noch vor den Fernseher und dann war es auch schon mit dem Abend. Ich hoffe, der Vlog hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr noch mehr Vlogs solcher Art wollt, schreibt es ruhig in die Kommentare oder gebt einen Daumen hoch. Einfach damit ich das weiß, weil manchmal ist es ja nicht so spektakulär und keine Bungee-Sprünge zwischendurch. Deswegen